tief, dass erst die verheiratete Frau, also am Tag nach der Hochzeit, die Kopfbedeckung wechselt, kennen wir aus den westlichen Trachten. Daher war es das Motiv der Haube, daher auch das Motto unter der Haube sein. Mas eu não era casada, então eu não usava. Straße von Gibraltar nach Nordafrika, sondern den Seeweg über das Mittelmeer nach Süditalien. Hier ist Professor Luisa Harms. Liebe Hannah, in den letzten Tagen habe ich oft gedacht, du hattest doch recht, als du noch vor Kriegsende von Breslau in den Westen gegangen bist. Er hatte so große Bäume, ich musste schon Freitag und Samstag immer mit einer Rete, die einen großen Krach machte, die Stade fortjagen. Das Geräusch von Laub, wenn man da durchwuschelt im Herbst und auf ein Päckchen warme Meeresluft zu Weihnachten. Auf Laub, Meeresrauschen, eine Gans zu Weihnachten, Minze und... eine Stadt hinter dem Ozean. Der eine Teil der Familie, in der ganz später meine Großmutter Franziska Salacquada geboren wird, das sind diese jüdisch-spanisch-türkischen Einwanderer aus Istanbul. Ist dann nämlich 1865 etwa zum christlichen Glauben konvertiert, um Josef Salacquada, also seinen Vater, zu heiraten. Sie ist als kleines Kind mit Immanuel und Maria, die mit dem Tagebuch aus Bessarabien nach Brasilien ausgewandert, und hat uns Enkelkindern immer gesagt, sie könne gar kein Deutsch, weil sie viel zu jung war. Hat aber dann, als sie 80 war, ist sie dement geworden. Und da hat sie nur noch Deutsch gesprochen. Der gehört zu mir, das ist Adalbert Novi. Der ist 1732 geboren in Pilsen in Böhmen, römisch-katholisch, war Zimmermann und ist dann auf Wanderschaft gegangen gen Osten. Ich schäme mich, dass ich mich sehr schlecht behandelt fühle, wenn die Asiaten im Asia-Imbiss nicht höflich zu mir sind. Ich schäme mich manchmal dafür, dass ich Menschen, die aus Kulturen kommen, die einfach lauter und vielleicht lebensfroher sind in ihrer Ausdrucksweise, dass ich diese als unangenehm und störend und belästigend empfinde. Ich schäme mich dafür, dass ich Kopftuch tragenden Frauen unterstelle, dass sie mich für eine Nutte halten. Berlin? Ist Deutschland da? Es ist ungefähr 11.100 Kilometer von Ischui. Da wohnen meine Eltern heute noch. 3, 2, 1, 4!